Über die App haben wir schon kurz was gesehen und gehört. Ne? Ja. Die App auf dem Smartphone, Seven hieß die. Genau. Und du hast gesagt, die ist kostenlos? Genau, die kann man sich so downloaden aus dem Internet. Auch auf Deutsch? Auf Deutsch, was man da hört, ja. Ja. So, und was macht die? Warum heißt die Seven? Ja, das ist eigentlich kurz und knappig. Man hat Kräftigungsübungen. Man hat 7 Minuten, deshalb 7. In 7 Minuten ist es abgehandelt. Mhm. Eine Übung dauert 30 Sekunden, kurze Pause und dann kommt die nächste Übung. Und so hat man das Trainer wirklich, ja, man gibt einem Mädchen die App oder das Handy in die Hand und sie steuern dann das Trainingseinheit oder diese Trainingseinheit dann ab und an. Ja, das Handy liegt auf der Erde ja im Grunde, ne? Genau. In der Mitte zwischen allen Übenden. Wobei die natürlich dann nicht drauftreten dürfen, aber auf der Erde liegen ist weniger gefährlich als fallen lassen, ne? Wenn das nur in der Hand hält. Noch 10 Sekunden übrig. So, Albert, da läuft jetzt gerade etwas, was für Trainer am allerbesten ist. Du musst dich um nichts kümmern. Genau. Ne? Das heißt, da läuft eine App auf dem Handy. Ja. Und kannst du mir erklären, was da passiert? Ja, das ist eine App, die heißt Seven. Die kann man sich kostenlos im Internet downloaden. Das sind jetzt 7 Übungen. Man kann das auch erweitern auf mehrere Übungen. Drei, laufen immer 30 Sekunden. Zwei, der zählt kurz vorher, wenn man es hört. Zählt er kurz vorher runter. Ja. Und dann geht es zur nächsten Übung rüber. Genau. So, und die Mädchen kennen das, ne? Genau, das heißt, das machen wir schon seit einem halben Jahr, das Ganze. Ja. In der Zeit kann ich halt Sachen bald vorbereiten oder ein bisschen korrigieren. Genau. Und brauche nicht viel ansagen. Und das Gute ist, die müssen sich halt 30 Sekunden wirklich konzentrieren. Ja. Von der Einordnung im Training. Das ist nicht das Erste, was im Training passiert. Nee, wir machen immer eine ganz kurze Aufwärmspielchen, was wir gerade gesehen haben. Oder machen ein anderes Erwärmungsspielchen und dann werden wir anschließend dann diese Kräftigungsübung machen. Das genau. Ist der gleiche Rhythmus und dann fangen wir an, noch ein bisschen Laufleiter zu machen oder eine andere Fußgewöhnungsübung. Ja. Genau, das heißt, wenn wir jetzt mal insgesamt gucken, das ist eine Trainingseinheit von etwa 2 Stunden Dauer. Genau. Ne? Das heißt, du hast am Anfang 8 bis 10 Minuten genau. Ne? Diese Ballübung ne? Und dann hast du 7, ne? 7 Minuten genau. Diese Übung hier. Genau. Und danach sind die soweit aufgewärmt, dass du dann weitermachen kannst. Genau. Ja? Und womit es weitergeht, das gucken wir uns dann gleich an. Alles klar. Danke. Als nächstes Trizeps Dips. Strecke haben wir es nicht vorgestellt.
2, 1. Als nächstes Planke. Noch 10 Sekunden übrig. Drei, zwei, eins. Als nächstes auf der Stelle laufen. Drei, zwei, eins. Als nächstes seitliche Planke. Seite wechseln. Drei, zwei, eins. Training geschafft.